Menschen haben ja auch eine Chance auszubrechen. Und zu sagen, ich lasse mich nicht in diese Ketten legen. Wie wenige junge Menschen tatsächlich aus diesen Ketten ausbrechen. Und wie viele, wie Lemminge in diesen Schulen, die ausschließlich den Kapitalismus predigen und ausschließlich die Profitmaximierung für die eigene Karriere predigen, wie viele junge Menschen sich nicht entblöden, in dieses Gefängnis zu begeben. Also da gibt es natürlich schon, wenn ich 25, 26 bin, habe ich ja durchaus auch ein eigenes Urteilsvermögen und kann sagen, ist es das wirklich, was ich will? Ist es das, was Leben ausmacht? Auf der anderen Seite kann man dann natürlich auch fragen, was haben Ihnen Lehrer, Eltern mitgegeben über das, was Leben ist? Die Verkürzung des Lebens auf die Ökonomie ist eine der schlimmsten Entwicklungen unserer heutigen Zeit.